So, meine Freunde, es geht weiter mit Let's Play Knights of the Old Republic und den guten Regen, Mr. Wagon. Protokoll durchgehen. Wir sollen jetzt den Rat aufsuchen, ne? Lorakasulas. Nee, noch nie gehört. Takom justach miki gravel mogo. Kachi ita hodunga. Gibt es auf den Twin-Off-Problem nehmen Mandalorianern sollten sich damit nicht die wirklichen Möbel fassen, kann ich mir etwas über den Twin erzählen. Kachikun ita hodunga. Ikinku no bamulera chikun. Slimo podonar di odunga ku hunkabe. Okay. Takom jus dach miki grabal mogo. Kachi ita hodunga. Ja. So, ein Lady. Desra. Runde di hodunga kun hunkabe. Und kun bis ching palamule tun king ba nunotek tuk nin chatu kun ne mule rabes. Sind das alles Zwielig sehen? Wir sehen alle gleich aus. Mein Gott. King kuno ba mule rachi kun slimo podonar de otunga kun kabe. Tja, Tong abum shabun nina. Wanga kun bis king palemura. Schon jung tun Gigi da Duana. Kava volpa mulci gumana? Runda di hotunga kun hankabi. Und kun bis ching palamule tunking. Mala. Tu ting chatu kun ne mule rabes. Aciuta. Wonga kun bis dolpi kikuyana. Ja, möge die Macht mit euch sein. So. Noch ein Jedi? Ihr da, Padawan. Warum tragt ihr nicht die üblichen Jedi-Roben? Wollt ihr euch über die ehrenvollen Traditionen des Ordens lustig machen? Bastila, ich habe von ihr gehört. Man sagt, sie beherrsche schon die Kunst der Kampfmeditation. Bemerkenswert für eine so junge Person. Allerdings soll sie einen törichten Stolz auf ihre Fähigkeiten entwickelt haben. Was euch betrifft, ihr behauptet, kein Padawan zu sein? Das kann ich kaum glauben. Die Macht ist stark in euch. Ich spüre ihre Präsenz. Wenn das ein Witz sein soll, dann ist er ziemlich schlecht. Man macht keine Witze über den Orden der Jedi. Entschuldigt bitte, dass ich so kurz angebunden war. Es war vielleicht ungerecht. Mein Meister ermahnt mich immer wieder, ich solle meine Emotionen besser im Zaum halten. Ich muss noch viel lernen. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Aufenthalt hier auf Dantooine. Möge die Macht mit euch sein. Mit dir auch, Belay. Auch wenn du so unfreundlich cool bist. Trotzdem. So, zum Außenhof. Zum Rat der Jedi. Da gehen wir jetzt mal direkt hin. Da sitzen sie schon alle. Da steht Karf Onasi. Oh, da steht auch so ein kleiner Dingens, so ein kleiner. Wie heißt denn da? Yoda. Der heißt die Wanda. Ah, ihr habt also Bastila gerettet. Es ist gut, dass ihr hier seid. Wir haben über euren besonderen Fall gesprochen. Ich bin Zar, ein Mitglied des Rates der Jedi.
Hier bei mir sind Master Rook, Master Vandar und natürlich der Chronist unserer Akademie, Master Dorak. Padawan Bastila kennt ihr ja bereits. Ist der Rat der Jedi nicht auf Coruscant? Ja, der Hohe Rat des Jedi-Ordens ist auf Coruscant. Aber wir sind der Rat, der die Ausbildung von Jedi hier auf Dantooine beaufsichtigt. Bastila hat uns erzählt, dass ihr stark in der Macht seid. Wir überlegen, ob ihr es verdient habt, als Jedi ausgebildet zu werden. Aus Master Zar spricht vielleicht der Übereifer. Wir brauchen einen unzweifelhaften Beweis für eure Stärke in der Macht, bevor wir auch nur daran denken können, euch auszubilden. Beweis? Der ganze Rat spürt die Stärke der Macht in diesem Mann. Und von den Ereignissen auf Taris habe ich euch ja bereits berichtet. Vielleicht war es einfach nur Glück. Wir beide wissen doch, dass es kein Glück gibt. Es gibt nur die Macht. Wir alle fühlen die Macht in Bastilas Begleiter, obwohl sie noch wild und ungeschult ist. Jetzt, da sich diese Macht zu manifestieren begonnen hat, können wir sie da wirklich ignorieren? Die Ausbildung zum Jedi ist lang und schwierig, selbst bei jenen, die jung sind und einen offenen Verstand haben. Es ist schwer, ein Kind zu lehren, doch bei einem Erwachsenen ist es schier unmöglich. Traditionell nehmen die Jedi keine Erwachsenen in ihre Ausbildung auf, auch wenn es in unserer Geschichte einige seltene Ausnahmen von dieser Regel gab. Ihr aber seid ein besonderer Fall. Ich stimme Master Dorak zu. Zahlreiche Schüler verlassen den Jedi-Orden und wenden sich den Lehren der Sith zu. Wir benötigen neue Rekruten, die gegen Malak antreten. Jetzt, wo Revan tot ist... Seid ihr sicher, dass Revan wirklich tot ist? Was ist, wenn wir diese Person hier ausbilden und der dunkle Lord zurückkehrt? Wir sollten diese Angelegenheit in einem privaten Rahmen besprechen. Bastila, ihr und eure Gefährten, ihr müsst gehen. Diese Sache geht nur den Rat etwas an. Wie ihr wünscht, Master Vandar. Wir werden zur Ebenhawk zurückkehren, damit ihr in Ruhe beraten könnt. Okay. Beraten? Ich will wissen, ob ich ein Jedi werden kann. Ich will es wissen. Okay, eine Vision. Die wir uns wahrscheinlich nicht ansehen können. Ja. Dieser Morgen wird von Minute zu Minute merkwürdiger. Zuerst taucht Bastila auf und sieht aus, als hätte sie einen Geist gesehen. Und jetzt ihr. Bevor sie ging, sagte Bastila noch, dass ihr unbedingt vor dem Rat erscheinen sollt. Es scheint dringend zu sein. Ihr solltet sie nicht warten lassen. Nein, hat sie nicht. Sie sah nicht gut aus, wenn ich mich recht erinnere. Für euch gilt das Gleiche. Seid ihr in Ordnung? So ist es. Okay, ich nehme ihn und ich nehme... Hinzufügen. Okay. Obwohl ja, die auf Taris Gaufreif bist, du auf Kynos nicht schlau. Du solltest versuchen, ihn besser kennenzulernen. Ja, was liegt an? Ich frage mich, ob ihr wirklich interessante Geschichten gehört habt. Ihr wollt Geschichten von meinen Taten hören? Welche Kriege ich gesehen und gefochten, welche Feinde ich eigenhändig besiegt habe? Na, wenn ihr unbedingt wollt. Ich bin Kandaros vom Mandalorianer-Clan der Ordo. Ich kämpfe nun schon seit 40 Jahren eurer Zeitrechnung überall in der Galaxis. Unser Volk ist fixiert auf Ruhm und Ehre in der Schlacht. Nur durch den Kampf können wir unseren Wert beweisen, Anerkennung finden und ein Vermögen machen. Die Sith machten uns ein verlockendes Angebot, gegen einen würdigen Gegner zu kämpfen in einer Schlacht, an die man sich für alle Zeiten erinnern werde. Sieg oder Niederlage, solange der Kampf sich lohnt, wird uns Ehre zuteil. Der Ruhm, aus aussichtsloser Position über einen übermächtigen Gegner triumphieren zu können, treibt uns an. Wenn nichts auf dem Spiel steht, euer Reichtum, euer Leben, eure Welt, dann ist die Schlacht bedeutungslos. Wir Mandalorianer nehmen alles, was wir sind, mit und werfen es in den Kampf. Das ist die wahre Prüfung des eigenen Ichs. Der Kampf gegen den Tod, gegen das Vergessen. Alles Leben vergeht irgendwann. Ein
wahrer Krieger ist der, der den Tod zurückdrängt, wo immer der sein Haupt erhebt. Aber die Zeiten haben sich geändert. Die Mandalore-Clans haben sich quer über den äußeren Rand verstreut. Die Republik ist im Niedergang begriffen und das Sith-Imperium nimmt ihren Platz ein. Die Clans sind keine Bedrohung mehr, aber die Galaxis fürchtet uns noch immer. Die Leute glauben, wir führten Krieg aus Bosheit oder Blutdurst. Sie verstehen nichts und fürchten sich. Aber wir wollten nur die Herausforderung der Schlacht und den Ruhm, der daraus entsteht. Sieg oder Niederlage? Wir haben verloren. Doch nun habe ich keine vernünftigen Herausforderungen mehr. Daviks Feinde zu besiegen und diese jämmerlichen Banden aus der Unterstadt von Taris im Zaum zu halten, sind nicht gerade die ruhmreichsten Aufgaben. Wenn ich an die Schlachten denke, in denen ich kämpfte, die unzähligen Feinde, die ich besiegte, oder die Welten, die ich niederbrannte, dann traure ich um meine Vergangenheit. Wir sollten darüber kein Wort mehr verlieren. Wir haben noch einiges zu erledigen. Lasst uns anfangen. Ja, Kenno, das ist schon interessant, ne? Kämpfen, um Ruhm zu erlangen, um anerkannt zu werden. Schon irgendwie... Ich weiß nicht. Interessant, interessant. Aber ich mag Kenwis irgendwie. Der ist cool. So, hier jetzt mal zum Rat der Jedi nochmal. Bastila hat uns von einer äußerst ungewöhnlichen Entwicklung erzählt. Sie behauptet, sie und ihr hättet einen Traum geteilt. Eine Vision, die Malak und Revan gemeinsam hier auf Dantooine in den alten Ruinen gezeigt hat. Wir kennen diese Ruinen schon lange, haben sie aber für einfache Begräbnisstätten gehalten. Vielleicht steckt aber doch mehr dahinter, wenn Revan und Malak dort etwas gefunden haben. Astila hat den gemeinsamen Traum dem Rat sehr detailliert beschrieben. Es ist mehr als ein Traum. Es ist eine Vision gewesen. Die Macht wirkt durch euch und durch Bastila. Ihr und Bastila teilt ein starkes Band miteinander und mit der Macht. Das kommt nicht selten vor. Oft bildet sich so ein Band zwischen Meister und Schüler. Doch es kommt nur äußerst selten vor, dass es so schnell geschieht. Welche Gefahren auch noch vor uns liegen mögen, wir dürfen die Tatsache nicht ignorieren, dass das Schicksal euch und Bastila gemeinsam hierher zu uns gebracht hat. Ihr zwei seid verbunden. Euer Schicksal ist eines. Gemeinsam könntet ihr in der Lage sein, Darth Malak und die Sith aufzuhalten. Doch ihr dürft euren Verstand nicht durch Vorstellungen von Ruhm und Macht vernebeln lassen. Derartige Gedanken führen euch auf die dunkle Seite. Ihr müsst lernen, dass der Weg lang und mühsam ist. Seid ihr bereit, zahllose Entbehrungen auf euch zu nehmen? Ihr müsst wissen, dass weder euch noch uns in dieser Angelegenheit eine Wahl bleibt. Die Reihen der Jedi lichten sich überall in der Galaxis. Wir haben viele Jedi ausgeschickt, um Malaks Eroberungen ein Ende zu setzen. Viele sind nicht zurückgekehrt. Die Sith jagen die Jedi wie Tiere. Sie locken sie in Hinterhalte und morden unsere Brüder und Schwestern, wo immer sie ihrer habhaft werden. Wir fürchten, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis sie unser verstecktes Refugium hier entdecken. Andere Jedi sind bereits gefallen und haben die dunkle Seite in ihren Herzen willkommen geheißen. Sie haben den Sith und Malak, ihrem dunklen Lord, die Treue geschworen.